Selina, also ich bin ganz ehrlich, mit diesem Fazit wäre ich nicht zufrieden. Ich meine, du brauchst eine Frage oder eine These, um die Diskussionsrunde so ein bisschen zu starten. Ja, Papa, aber ich kann doch trotzdem am Ende erstmal ein Fazit machen, bevor ich... Das ist mein Referat. Ja, aber deins. Selina, ganz ehrlich, das ist höchstens eine 1-, keine 1+. Und wir wollen natürlich, dass du eine 1+ bekommst. Selina. Was? Ja gut, dann mach es halt so, aber... Boah, Papa, ich lösche gleich alles wieder. Ist okay, du kannst es gerne so lassen. Du kannst es gerne so lassen. Sag mal... Ja? Hast du Mama jetzt eigentlich schon erzählt wegen dem blauen Brief? Gestern Abend kam sie ja spät zurück und wir konnten leider nicht mehr darüber quatschen und jetzt ist sie auch direkt wieder zur Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, wann sie zurückkommt, aber Selina, um das nochmal klarzustellen. Ich finde es sehr vorbildlich von dir, dass du für Susi einstehst. Oder? Ich bin wirklich vorbildlich. Kann ich bitte ausreden? Trotzdem ist es nicht in Ordnung, was du gemacht hast, weil du hast deinen ersten Verweis und ich weiß nicht, ob wir das einfach so rückgängig bekommen. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich konnte es doch nicht riechen, dass ich direkt... Ist in Ordnung. Selina, ab auf dein Zimmer. Ne? Du weißt, was zu tun ist. Mach dein Referat jetzt zu Ende und ich mach das Essen gleich. Okay? Oder ich bestell lieber was, weil... Bestell was, du kannst nicht kochen. Kann nicht kochen. Was könnte ich denn machen? Toast? Nein. Ich glaube, ich bestelle eine Pizza. Natürlich, was sonst? Also bitte. Oh, okay. Ja, Herr Zufall hier am Apparat? Ach so, ja. Ja, meine Frau war doch gestern bei Ihnen. Ach, das hat sich noch nicht geklärt. Okay. Also ich glaube, meine Frau kommt erst in einer Stunde oder 2 Stunden. Muss das denn sein? Ja gut, ist in Ordnung. Nein, ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause, alles klar. Sein. Selina! Oh Mann, Papa, ja, ich hab's doch verstanden. Ich ändere das Fazit. Was willst du denn jetzt? Selina, es geht jetzt nicht um dein Referat. Also ich sag es sehr ungern, aber Hausaufgaben können jetzt auch mal warten, weil wir haben ein viel größeres Problem. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von deiner Schule, von deiner Lieblingslehrerin, ja, mit der wir auch gesprochen haben. Und das Problem dabei ist folgendes. Sie will hier hinkommen und mit mir sprechen und... Was machen wir denn jetzt? Warte mal, nee, was jetzt? Wie jetzt? Das kann doch nicht sein, die darf doch gar nicht hierher kommen, das ist verboten. Das ist nicht verboten. Ich meine, klar, ich könnte jetzt sagen, du kommst hier nicht rein, aber das machen wir nicht. Es ist deine Lehrerin immer noch, auch deine Lieblingslehrerin, du weißt schon, mit der wir beim Elternsprechtag gesprochen haben. Und ich muss sagen, war ich schon nervös und jetzt bin ich noch, also... Ich will nicht, dass sie hierher kommt. Siehst du? Die ist doch erst schuld daran, dass ich diesen blöden blauen Brief bekommen habe. Ja, alle anderen Lehrer waren dagegen, aber sie hat so lange... Also, Selina, es tut mir leid, aber langsam rückst du so mit der Wahrheit raus. Das hast du mir noch gar nicht... Auch das hast du mir nicht erzählt. Sie war daran schuld. Also, sie wollte es. Ja, ich will halt nicht immer die Schuld auf Lehrer schieben, weil das macht man nicht. Aber die kann mich echt nicht leiden. Selina, eine Sache müssen wir vorher klären. Ich habe das Gefühl, alle anderen sind schuld und du nicht. Naja... Bist du da auch ehrlich zu mir? Ja, also ich bin einfach nur schuld dran, dass ich die Schuld auf mich genommen habe von Susi. Und was mache ich jetzt? Ich meine, ich war schon sehr nervös, als ich mit deiner Mutter da war. Und jetzt alleine? Ich kann mit dieser Frau nicht sprechen. Ja, ich auch nicht. Die hat dieses typische Lehrer-Ding, so weißt du? Also so, ich mag es nicht, mit Lehrern zu reden. Außerdem sieht die komisch aus und sie ist so streng und... Ja, was mache ich jetzt? Okay, Papa, pass auf. Ja. Ich kenne die Frau ja. Okay, das heißt? Ich bereite dich vor. Ja, es tut mir leid, aber ich muss nicht wissen, was ihre Lieblingsfarbe oder ihr Lieblingsessen ist. Wir gehen ins Wohnzimmer. Und ich stelle dir die schlimmsten Fragen, die es gibt, die ich mir ausdenken kann für sie, okay? Damit wir auf den allerschlimmsten Fall bestens vorbereitet sind. Meinst du, das hilft? Ja, muss ja. Los, komm. Gut, okay. Dann bereit du auch die Fragen vor. Warum muss ich das immer machen? Oh, und jetzt ist mir voll kalt. Dabei ist die Heizung auf voll. Selina, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, ob die Fragen so helfen. Ich bin ganz ehrlich. Könnte ich nicht einfach die Tür abschließen und sagen, wir sind nicht zu Hause? Bitte. Papa, keine Sorge, ich helfe dir, okay? Ich habe hier typische Lehrerfragen vorbereitet und vor allem welche, die sie stellen würde. Und wir üben jetzt die Antworten darauf, damit du gut vorbereitet bist. Ja gut, ist ja in Ordnung. Aber Selina, ich weiß nicht, ob ich das dann auch bei ihr machen kann, weil ich werde dann super nervös. Ich bin jetzt nervös und dann werde ich super nervös, ultra nervös. Und ich weiß nicht, ob ich dann noch die Fragen richtig beantworten kann. Und das ist wie so eine Mathearbeit gerade, das habe ich nicht gerne gemacht. Aber ist okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Okay, stell deine erste Frage. Okay, Papa, Frage 1. Was antwortest du, wenn sie fragt, wie schätzen Sie die Leistungen Ihrer Tochter in der Schule ein? Ich sage, sie sind gut. Oh, Papa, kannst du dir nicht ein bisschen Mühe geben? Das reicht doch nicht. Sie fragt dann nur noch weiter. Warum denken Sie, dass die Leistungen gut sind? Was meinen Sie denn mit gut?
denk mal ein bisschen weiter. Also ich denke das, weil, man muss ja mal weil sagen, Komma, weil, ist aber kein Diktat oder so, wie dem auch sei, weil sie zu Hause immer fleißig mithilft und auch immer ihre Hausaufgaben macht und ich niemals von meiner Tochter denken würde, dass sie in der Schule schlecht ist. Okay, ist besser. Noch nicht ganz perfekt, aber es ist besser. Okay, Papa, jetzt kommen wir zum Eingemachten, zum blauen Brief. Was sagst du, wenn sie dich fragt, was denken sie denn? Warum hat sie denn den blauen Brief bekommen? Ich kenne die Antwort, ich kenne die Antwort. Ich habe das schon mal bei Wer wird Millionär gesehen. Also, ich sage A, also sie hat das gemacht, weil sie sich momentan etwas schlecht fühlt. Sie ist in einem Alter, wo so etwas passieren kann und man sollte sie nicht zur Verantwortung ziehen. Papa, ist das dein Ernst? Das kann doch nicht sein. Ich habe doch nichts gemacht. Du kannst ihr doch nicht noch Feuer in den Ofen schmeißen, damit sie davon ausgeht, dass ich das wirklich war. Du musst irgendwie, keine Ahnung, denk dir was anderes aus. Antwort B oder C oder am besten D, wenn sie weiter weg ist. Ja, aber ich habe keinen Publikumsjoker. Wo soll ich das denn jetzt wissen? Deine Mutter ist ja nicht da. Manchmal hast du echt so, wo ich mir denke, kannst du das nicht selber machen? Aber gut, ich bin der Vater, also muss ich das klären. Ich nehme meine Brille dazu ab, weil das ist dann immer sehr ernst und mache dann den hier. Ich sage B, denn meine Tochter würde so etwas nie machen. Ich meine, schauen Sie mich an, schauen Sie sich Ihre Mutter an. Also wir sind fleißige Mitglieder unserer Gesellschaft und würden niemals sowas machen, was uns auseinanderbringen könnte. Und ich meine, das bringt ja die Schule auseinander. Deswegen kann ich nicht davon ausgehen, dass meine Tochter so etwas jemals in der Schule machen würde, glaube ich. Okay, Papa, das war in Ordnung. Aber jetzt kommt das ganz große Finale, okay? Also, prepare. Was sagst du, wenn sie dich fragt, ob ich, Selina, ein Problem mit ihr habe? Das ist doch einfach, Selina. Ich sage ihr die Wahrheit. Ich sage, ja, sie hat ein riesengroßes Problem mit ihnen. Und das, was sie in der Schule machen, das ist nicht in Ordnung. Ich werde dafür sorgen, dass sie gekündigt werden. Die Wahrheit halt. Ey, Papa, ist das dein Ernst? Kannst du das mal ein bisschen ernster nehmen hier? Weißt du, du sagst natürlich, dass ich kein Problem mit ihr habe, sonst fliege ich doch von der Schule. Dafür sorgt die dann einfach. Ich arbeite echt nur mit Amateuren zusammen, Papa. Ganz ehrlich, gib dir Mühe. Du musst sagen, dass ich natürlich kein Problem mit ihr habe. Ja, ich komme. Okay, konzentrier dich. Du kriegst das hin. Du kriegst alles hin. Ja, das wird ja auch langsam Zeit. Herr Zufall, Sie kennen mich ja, ich kenne Sie ja. Haben Sie Kaffee, haben Sie Tee oder ich setze mich einfach schon mal, ne? Ja, natürlich. Nehmen Sie Platz. Oh Mann, das kann was werden. Wir haben Kamillentee da und... Oh Gott, ich will jetzt schon nicht mehr. Kamillentee ist, glaube ich, in Ordnung. Also, es wundert mich überhaupt nicht, dass Selina so geworden ist, wie sie ist. Also, wenn ich mich hier mal umschaue in diesem Haushalt, überall Spielzeug und kindisch und... Oh. Ja, wir hatten leider noch keine Zeit umzuräumen, weil wir ziehen auch bald um und Sie haben natürlich recht. Gott, wie ich die Frau hasse. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, aber ich muss es halt nicht durchziehen. Wäre doch meine Frau da. Warum muss ich das machen? Die Frau ist so anstrengend und dieser Look und so. Und jetzt muss ich was von meinem Kamillentee abgeben. Klasse! Heute ist der Tag, wo Selina endlich mal ihre Quittung für ihren ganzen Unsinn bekommt. Heute werde ich ihrem Vater sagen, dass Selina überhaupt nichts an unserer Schule zu suchen hat. So, ja, mit den besten Grüßen aus der Küche für Sie. Mhm. Also, Valentinstag? Ja, das ist ja, hat jetzt nichts zu bedeuten. Also besonders also. Kreativ sind Sie ja nun auch nicht, ne? Oh Gott, also Valentinstag ist schon seit ein paar Monaten vorbei. Ja, da haben Sie recht, natürlich. Also, erstmal herzlich ja. Willkommen hier bei Nein, uns bei Familie Zufall. Ich brauche das ganze Geplänkel nicht. Ich will direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ich habe auch überhaupt gar kein Interesse daran, hier jetzt nicht. Länger zu verweilen. Also es ist folgendermaßen. Ich bin hier wegen des blauen Briefs. Ja, damit habe ich schon gerechnet. Was möchten Sie mir dann da berichten? Also ich bin ganz ehrlich, ich sehe für Ihre Tochter keine Zukunft bei uns in der Schule. Dieser blaue Brief war der Anfang und es wird enden mit einem roten Brief, dass sie diese Schule Gibt es sowas überhaupt mittlerweile? Ja, wird es wohl geben. Für Ihre Tochter werde ich das höchstpersönlich einsetzen. Also, wenn wir schon mal bei dem Thema blauer Brief sind. Also, ich habe mit meiner Tochter gesprochen. Mhm. Und es ist so, dass sie mir erzählt hat, dass sie an dieser Aktion gar nicht beteiligt war, sondern ihre Freundin Susi schützen möchte. Ja, das genau. Finden Sie jetzt auch so witzig? Das glauben Sie ja wohl selber nicht.
natürlich glaube ich das. Das ist meine Tochter und ich glaube meiner Tochter, denn sie lügt eigentlich nicht. Also ich sag Ihnen eins, Ihre Tochter ist in der Schule zwar nicht die Gescheiteste, aber das kann sie anscheinend sehr gut. Also lügen kann sie ja wirklich perfekt. Da hat sie sie ja wirklich toll um den Finger gewickelt, junger Mann. Also da kann ich Ihnen nur sagen... Junger Mann, ich bin älter als Sie, das wissen Ihre Sie Tochter, schon. Ihre Tochter... Nein. Einen Moment, also das ist ich brauche so ein, das ist so ein Früchtchen, Ihre Tochter. Verzeihen Sie meine Worte. Stopp. Jetzt geht es zu weit. Sie sind hier in meinem Haus und erzählen mir was über meine Tochter, was gar nicht stimmt. Und dann beleidigen Sie doch meine Tochter. Also geht es noch? Ich zweifle wirklich an Ihrem Können, an diesem Lehramt. Also bitte, das lasse ich mir ja wohl nicht sagen. Ich habe an der Uni mit 1-0 abgeschlossen. Ja, das zeigt mir natürlich, dass... Das lasse ich mir nicht sagen. Gute Noten sagen und heutzutage gar nichts mehr aus. Und dieses Verhalten zeigt mir übrigens auch, wo Selina ihr schlechtes Benehmen her hat. Sie kommen in mein Haus und beleidigen meine Tochter. Ich sag Ihnen eins, das wird noch ein Nachspiel. Wissen Sie überhaupt, das wird noch ein Nachspiel haben. Wissen Sie was? Da ist die Tür. Bitte. So kommen wir nicht weiter. Ich bin alleine raus. Ja, bitte. Unfassbar. Also, Herr Zufall, das wird ein Nachspiel haben von heute. Na, seien Sie mal froh, dass Ihre Frau heute nicht da ist. Nur, weil Sie so ein schönes Hemd anhaben. Ich finde nämlich, das ist ein sehr schönes Hemd. So ehrlich bin ich ja dann noch. Ach, glauben Sie nicht, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Das wird ein Nachspiel haben heute. Das hat ein Nachspiel. Ist sie weg? Okay, ich glaube, sie ist weg. Konntest du alles klären? Selina, kommst du einmal? Selina, kommst du? Was und Papa? Konntest du es klären? Ist das denn ernst? Valentine? Selina, jetzt nicht du auch. Ich habe nicht drauf geachtet. Entspann dich. Auf solche Details musst du achten, Papa. Was war denn jetzt? Ja, was soll gewesen sein? Das war deine Lehrerin. Du weißt ganz genau, wie anstrengend sie ist. Natürlich weiß ich. Wie kann man mir sowas antun? Was kann ich gehe noch arbeiten. Ich habe Stress. Ich habe dich. Ich habe deine Mutter und... Papa, ich kriege hier noch einen Nervenzusammenbruch. Ich dachte vielleicht, dass Sie ein bisschen netter zu euch, weil ihr erwachsen seid. Nein, absolut nicht. Das war genau wie beim Elternsprechtag. Sie wusste wieder alles besser. Sie musste sogar erzählen, dass sie eine 1-0 im Studium hatte, als wären Noten alles. Hatte sie? Ja. Aber Selina, ich sage dir, wie es ist. Es ist nicht positiv ausgegangen. Wie jetzt? Nein, also sie hat Folgendes gesagt. Sie hat schon wieder empfohlen, dass du auf eine andere Schule gehen solltest. Ja, was hast du da? Dass du eine Lügnerin bist. Ja, ich habe dich verteidigt natürlich und gesagt, dass du keine Lügnerin bist und dass du sowas nie machen würdest. Ja. Und ich habe auch davon erzählt, dass du Susi eigentlich nur in Schutz genommen hast und dass du das nicht gemacht hast. Oh Mann, Papa, aber das kriege ich doch jetzt doppelt und dreifach in der Schule zurück von dir. Ich habe doch nur die Wahrheit erzählt und versucht, dich in Schutz zu nehmen. Also bin ich jetzt dran schuld, dich in Schutz zu nehmen? Nein, bist du nicht, aber das ist halt einfach blöd gelaufen, weil ich weiß ja ganz genau, wie sie zu mir dann jetzt in der Schule wieder sein wird. Ja, also ich glaube, das wird sich nicht groß ändern, aber Selina, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Ahnung, also, ich glaube, also einer von uns beiden wird diese Schule verlassen, entweder ich oder die Lehrerin. Ich glaube, wenn, dann wahrscheinlich du, aber dazu wird es nicht kommen. Wir klären das noch, keine Sorge, wir klären es noch. Ich weiß nur nicht, wie. Oh Gott. Was meint ihr? Werde ich die Schule verlassen oder die Lehrerin?